Guten Tag, guten Abend, guten Nachmittag, was auch immer es gerade für eine Jahrestageszeit hat, wo ihr gerade rumhockt und dieses Video auf diesem hier, wahnsinnig eingestaubten, vernachlässigten, halb verwesten, vermutlich schon beißenden Channel guckt. ganz kurz jetzt mal zu Anfang, ich werde gleich eine kleine Rede halten, von wegen hier, was das Video jetzt soll und so weiter und wie es weitergeht und wie es vielleicht nicht weitergeht, etc. etc. Aber vorher erkläre ich euch, was es überhaupt für ein Spiel ist. Das ist, wie ihr gerade schon gesehen habt, der Euro Truck Simulator 2. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht, oh mein Gott, ist nicht schon wieder so ein Kack-Simulator. Weil es gibt ja inzwischen so ungefähr 4.500 Simulatoren auf der Welt. So irgendwie den Klobrillen-Runterklapp-Simulator und sonstige Kacke. Dazu muss ich allerdings sagen, dass der Simulator hier wirklich gut ist. Also ohne Scheiß, das macht wirklich Spaß. Das macht tatsächlich richtig Spaß. Ich habe es auch nicht geglaubt. Und dann habe ich mal hier bei, Gott, wo war es jetzt? MMOGA, glaube ich. Genau, bei MMOGA einen Key relativ günstig bekommen für, ich glaube, nicht mal 10 Euro. Und dann dachte ich mir so, ja, hast schon ein bisschen reingeguckt, schaut eigentlich ganz cool aus, ist vielleicht ein netter Zeitvertreib mal. Und das ist es tatsächlich, man kann es tatsächlich zwischendurch wirklich, wirklich gut spielen. So, eben als Zeitvertreib. Ja, das ist es, weiß, jetzt im Moment ist es noch unklar, ob das hier ein LP wird oder nicht. Werden wir dann sehen, vielleicht auch im Laufe des Videos. Ja. Ich fahre hier für die Heisenberg Incorporated. Ich bin schon ein bisschen rumgedüst, sieht man ja hier. 8000 Kilometer. Ist jetzt nicht die Welt, aber ich bin immerhin schon mal Level 9, ist immer ein Anfang. Und dann möchte ich noch dazu sagen, dieser Avatar hier, der ist standardmäßig bei dem Spiel dabei und der schreit doch richtig nach Walter White. Ich meine, wenn ihr euch mal die erste Folge der 5. Staffel anguckt, am Anfang mit dem Maschinengewehr, das ist doch wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich fange einfach mal an. Ich habe hier ein paar Mods installiert. Hier diesen Brutal Environment HD Mod zum Beispiel. Das ist eine Sound Engine und auch grafisch macht ihr ein bisschen was. Das heißt, ihr habt viel bessere Umgebungssounds, wie zum Beispiel dieses Regentröpfeln hier und so weiter. Hört sich anders an wie in Vanilla. Ansonsten habe ich noch einen ENB Mod, der halt hier die Farben ein bisschen schöner darstellt, installiert. Ansonsten ist es hier eigentlich relativ Vanilla. Und dazu muss ich jetzt noch kurz sagen, das alles hier habe ich schon mal aufgenommen. Nämlich irgendwann heute Vormittag. Jetzt ist es inzwischen übrigens 2 Uhr morgens. Und dann dachte ich mir so, okay, ich habe ja hier meinen Rechner in der Zwischenzeit neu installiert, mit Windows 8 und so weiter und so fort. Und hatte vergessen, dass ich nicht den Standard DxTory-Codec nutze, weil der einfach nur arschgroße Dateien produziert. Da war eine halbe Stunde ungefähr so 400, 500 Gigabyte groß. So, dann habe ich das alles in mein Render-Programm gezogen und das ist natürlich dann erstmal voll abgekackt wegen den 300 bis 400 Gigabyte, die dann mal die eine Datei hatte. Dachte ich mir, ist nicht schlimm. Packst du deine alten Codecs wieder drauf, nämlich den Lagarith Lossless Codec benutze ich. Das ist ein komplett verlustfreier Codec, der zwar immer noch große, aber im Verhältnis zum DxTory und Fraps Codec kleine Dateien produziert. Und machst halt dann hier mit AVIMUX, muckst du den ganzen Scheiß um und dann kannst du die kleine Datei, das heißt kleinen Anführungsstrichen, in deinen Sony Vegas reinziehen. Ja. Dann dachte ich mir so, okay, an den AVIMUX-Einstellungen könntest du noch ein bisschen feilen, hab das Ganze abgebrochen und dachte mir so, ah ja, genau, du kannst ja die schon teilweise gemuxte Datei ja löschen, weil das ist ja eh nur eine halbe, die bringt dir ja nichts. Hab dann allerdings dummerweise die Quelldatei gelöscht, die natürlich nicht im Papierkorb gelandet ist, weil sie ein paar hundert Gigabyte groß war. Ja, jetzt sitze ich hier um 2 Uhr morgens und nehme den ganzen Kram hier nochmal auf. Erstmal den Motor anlassen. So, größtenteils spiele ich das hier, weil ich euch was vorlabern möchte. Und zum nebenbei labern eignet sich das Spiel hier eigentlich ganz gut. Das drehe ich hier mal ganz geschickt um.
Ich möchte euch ein bisschen was erzählen, und vielleicht auch euch ein bisschen was fragen, sofern ihr überhaupt denn hier noch drauf kommt, weil der Großteil meiner Abos ist ja leider tot. Aber ich habe doch noch Hoffnung, dass vielleicht die ein oder anderen mal wieder hier auf den Channel stoßen. Fuck, 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 fuck. Schaffen wir das? Ja, perfekt. Suchen wir uns erstmal einen Auftrag, wo wir uns dann gemütlich auf die Autobahn schwingen können. 17.000 Kunststoffgranulat. Nach Kassel. Ja. Kann man schon mal machen. Allerdings weiß ich nicht, ob es hier vielleicht in der Nähe was Lukrativeres gibt. Auftragsangebot, Frachtmarkt. Wo sind wir denn? Hier. Da haben wir doch schon was, nämlich einen Raupenbagger. 25.000. Das ist irgendwie rentabler. 4 Stunden läuft das Angebot ab. Ja, das kriegen wir schon hin. Dann gib mal Gummi hier. Wo müssen wir denn hin? Navi? Jawohl, nach links. Müssen wir bremsen. Ja, da komme ich vorbei. Alles cool, alles cool. Frechheit siegt. Danke fürs Anhalten. Ja. Ihr denkt euch, wow, wir sind viel zu schnell. Denkt euch vermutlich, jetzt kommt der hier plötzlich wieder an mit irgendeiner Scheiße, meldet sich ein halbes Jahr nicht und mimimi, meh, meh, meh. Und das möchte ich euch eigentlich auch ganz gerne erklären. Und zwar folgendermaßen, es hat sich in dem halben Jahr, seitdem ich das letzte Mal regelmäßig Videos hochgeladen habe. Das war ja hier damals mit hier SimCity, glaube ich. Ja, genau. Und so ein paar angezockt Teile, wo ich nur mal ein bisschen was angetestet habe. Und seitdem hat sich eigentlich nicht wirklich was getan. Es gab auch eigentlich nichts, was mich davon abgehalten hätte, noch Videos zu machen oder weiterzumachen. Allerdings habe ich so ein bisschen die Motivation verloren, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil wenn ihr sowas wie LPs macht, das kostet Zeit. Also doch relativ viel Zeit. Und das macht man ja wirklich eigentlich nur aus Spaß. Also zumindest bei mir ist es so, ich mache die LPs aus Spaß und nicht, weil ich da irgendeinen Hintergrund habe von wegen Fame oder Geld oder sonstigen Scheiß. Der Zug ist bei LPs, glaube ich, sowieso abgefahren, außer man hat wahnsinnig viel Glück. Ich mache das aus Just for Fun, mir macht das einfach Bock. Und was mir am meisten an den geringer Luftdruck? Was zur. Ich mach mal kurz den Warnblinker an. Ich soll jetzt hier warten, bis der Luftdruck aufgebaut ist? Hallo, ich stehe hier mitten auf der Straße. Ah ja. Was. Hilft es was, wenn ich in den Leerlauf gehe und ein bisschen Gas gebe? Hallo, kann ich mal schalten? Was geht? Ich würde gerne weiterfahren. Was? Oh. Also ich werde dieses Druckluftsystem irgendwie nie verstehen. Das macht nämlich schon ab und an wirklich mal Ärger. Habe ich hier nicht irgendwo eine Anzeige von der Druckluft? Ich glaube, das ist das ganz rechts unten. Ja, das ist ziemlich leer. Naja, geht wieder. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Und das, was mir am meisten halt bei den LPs Spaß macht, ist die Rückmeldung. Wenn Leute sagen, geiles LP, geiles Video, fällt mir schon wieder geringer Luftdruck. Was zur Hölle? Was ist das für ein Kack-LKW, den ich hier fahre? Dann finde ich das cool und dann finde ich das geil und das findet eigentlich jeder geil, der YouTube-Videos macht, ist ja vollkommen klar. Und das fehlt halt komplett auf dem Channel. Weil das vermutlich daran liegt, dass ich einfach mal hergegangen bin und nur noch alles halbe Jahr mal ein Video hochgeladen habe und dann erübrigt sich natürlich jedes einzelne Abonnement, das jemals auf meinen Channel gemacht wurde. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Ich meine, ich muss sagen, der Zug ist hier jetzt irgendwie suboptimal geparkt. Na toll. Ich meine, das kann ja alles wiederkommen und ja. Allerdings ist es halt einfach ein bisschen schwer, dann noch so viel Motiv. Luftdruck!
ist es dann ein bisschen schwer, noch so viel Motivation zu finden, die ganze Zeit, ich sag jetzt mal, zu opfern, um dann im Endeffekt nicht das Feedback zu bekommen, was man gerne hätte. Aber das liegt ja nicht an euch und das liegt ja auch nicht an mir oder sonst irgendwas. Das ist einfach vollkommen natürlich. Und deswegen bin ich auch nicht böse oder so, weil ich bin da auch ganz ehrlich einfach selber schuld, dass ich da einfach mal wieder so große Pausen zwischen den Videos reingehaut habe. Und ja, wie gesagt, ich versuche das Ganze ja wieder regelmäßiger jetzt zu machen. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt mehr Zeit habe wie vor einem halben Jahr oder einem Jahr. Aber ich habe auch ehrlich gesagt jetzt einfach wieder ein bisschen mehr Bock als früher drauf, das hier zu machen. Weil bei mir hat sich im Endeffekt gar nichts getan. Ich arbeite weiterhin, bin weiterhin Fachinformatiker. Hab immer noch wenig Luftdruck im System. Und ich arbeite auch zu denselben Zeiten und so weiter. Wie gesagt, daran liegt es ja überhaupt nicht. Und momentan hoffe ich jetzt gerade im Moment, dass sich mein Mikro einigermaßen nach was anhört. Beziehungsweise ich hoffe eigentlich, dass ihr das jetzt überhaupt hört, weil wenn das jetzt nämlich die zweite Aufnahme ist, die für den Arsch ist, dann werde ich nämlich leicht stinkig. Ich habe nämlich so ein kleines Problem mit meinem Mikro. Das wird einfach mal random nicht mehr erkannt. Und zwar einfach, während es in der Benutzung ist, ist es einfach tot. Das liegt auch nicht am USB-Kabel oder so. Das ist ein T-Bone SC440 für die, die es interessiert. Kabel und so weiter habe ich schon mal ausgetauscht. Zwecks Wackelkontakte und so weiter. Ja, und ja, auch als Fachinformatiker kann man noch an so einfache Dinge denken. Das hat mich selber gewundert. Daran liegt es leider, leider nicht. Und ja, es ist halt auch schon gut alt. Es ist halt auch schon wirklich gut alt. Hat ein paar Jährchen auf dem Buckel. Da kann sowas schon vorkommen. Und auch unter anderem Systemen, also auf anderen Rechnern mit Windows 7 oder Linux funktioniert das Ding überhaupt nicht. Hab sogar mal auf meinem Laptop probiert, wo damals noch ein XP drauf war. In der Dual-Boot-Installation mit einem Linux Mint. Da tut sich leider, leider nicht mehr die Welt mit dem Ding. Und ich habe mir auch noch kein neues zugelegt, weil ich momentan das Mikro eigentlich nur zum Skypen brauche. Oder Teamspeak oder sonst irgendeinem Scheiß. Weil LPs mache ich ja. Warum ist eigentlich der Scheibenwischer noch an? LPs mache ich ja nur sehr, sehr, sehr unregelmäßig. In letzter Zeit zumindest. Und deswegen war das für mich eigentlich bisher kein Grund, mir ein neues Mikro zu kaufen, weil während dem Skypen stört es dich, wenn du halt mal den USB-Stecker. Ich muss nach links, ich muss nach links, ich muss nach links, ich muss nach links. Danke. Das stört sich, wenn du einfach von den USB-Stecker rein und raus ziehst. Das ist eigentlich scheißegal. Das merkt man meistens ja nicht mal. Bei LPs ist es natürlich Dreck. Aber beim Skypen ist es wurscht. Und deswegen habe ich mir halt noch kein neues Mikro besorgt. Weil ich einfach keinen Sinn dahinter sehe, das zu machen. Und wenn es jetzt tatsächlich sein sollte, dass ich wieder regelmäßiger Let's Plays mache, was ich natürlich hoffe, weil darauf will ich ja hinaus, dann 70, okay, dann möchte ich schon ja zumindest was Gleichwertigeres, wenn nicht sogar was Besseres als das SC440. Das SC440 ist gut, keine Frage, aber ich muss es tatsächlich trotzdem immer noch nachbearbeiten. Damit sich das im Nachhinein in dem Video, was ihr seht, nochmal tausendmal naturgetreuer und echter anhört als die Aufnahme, die direkt vom geringen Luftdruck kommt. Oh Gott. Ja, was mache ich denn jetzt hier wieder? Wie kann ich den Luftdruck stetig im System halten? Bremse ich vielleicht zu viel? Ah ja, okay. Ja, gut. Das mit dem Luftdruck, das muss ich nochmal googeln, was das soll. Ich bin jetzt kein so ein LKW-Spezialist, muss ich zugeben. Ja, da will ich zumindest was
gleichwertiges, wenn nicht eher besser als das SC440, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, ich muss das auch nachbearbeiten. Und wenn ich mir so USB-Mikrofone angucke, was habe ich letztens gesehen? Das SC450, der Nachfolger von dem hier, oder es war irgendein Behringer noch, oder dann gab es noch das Samsung G-Track, das ich mir angeguckt habe. Die kosten alle so, ja, einen knappen Hunni. Wenn das halt jetzt zum Beispiel bei Thomann, ah, nicht überholen, bei Thomann oder sonstigen bekannteren, ich sag jetzt mal Studio in Anführungsstrichen Ausstattern besorgst. Und dann denke ich mir halt ganz ehrlich, wenn ich für das Doppelte, also knapp das Doppelte, schon so Sachen krieg wie ein Rode NT1A samt Mischpult und XLR-Geschichten und so weiter und so fort, dann ist das schon mal eine Nummer mehr. Und dann würde ich auch sagen, okay, wenn das dann dafür auch dementsprechend anhält und nicht hier wie das SC440 jetzt schon seit nach 2, 3 Jahren, sage ich jetzt mal, kaputt geht, würde ich das auch tatsächlich investieren dafür, dass ich mir dann im Endeffekt die Nachbearbeitungszeit spare und der dann auch mehr von der Qualität habe. Weil das ist doch immer noch relativ aufwendig dann hier im Nachhinein. Bei DxStory ist es zumindest so geil, dass das dann zwei Spuren sind, die da aufgenommen werden. Aber es ist halt trotzdem immer noch ein zusätzlicher Aufwand, der auch Zeit frisst, dann extra nochmal hier die Spur zu extrahieren, und das Ganze dann in Audacity nachzubearbeiten, Rauschentfernung, Bass anheben, Tonhöhen angleichen und so weiter, normalisieren. Das ist, ja, absolut nervig. Und dann muss ich schon gestehen, dass sowas wie ein Rode NT1A für so einen kleinen Technikfreak wie mich, ja, das ist schon, ja, ein kleines Schmankerl. Und ich sehe gerade, wir sollten vielleicht mal dann, ja, in 4 Stunden müssen wir Pause machen, wir haben noch 20 Zeit und brauchen tun wir 9, also geht das. Das ist schon ein Schmankerl, muss ich sagen. Das reizt mich schon, aber wie gesagt, zum Skype kaufe ich mir kein Rode NT1A. Am Arsch. Das wird, wenn dann, nur für das LP gemacht. Sofern das hier dann mal wieder etwas regelmäßiger gemacht wird. Gut. Im Endeffekt muss ich hier mal noch 9 Stunden rumbringen. Also das sind natürlich hier 9 Spielstunden. Das ist ja beschleunigt. Ich glaube irgendwie 9, eine Stunde sind so 10 Minuten oder so. Oder 5 bis 10. Dazu muss ich mal kurz sagen, dass dieses Spiel hier noch wahnsinnig mehr Spaß macht, wenn man dieses geile Radio-Feature hier nutzen kann. Weil man hier tatsächlich echte existente Radio-Streams anmachen kann. Also ich kann jetzt hier mal zum Beispiel, nehmen wir mal was, wo jetzt vielleicht nicht gleich irgendeine GEMA-Scheiße kommt. Zum Beispiel hier Narradio, das da höre ich meistens rein. Und dann spielt er das halt auch tatsächlich richtig ab, wenn er denn mal das Ganze hier lädt. Ach, ich weiß schon, das ist diese bescheuerte Windows 8 Firewall, die das gerade zunichte macht. Alles cool, alles cool. Auf jeden Fall, hier kannst du halt dann so einen Radiosender auswählen und das ist halt dann ein Stream und der läuft dann halt auch richtig im Hintergrund und das ist ziemlich geil und macht danach das Spiel auch 10.000 Mal mehr Spaß. Aber in Deutschland gibt es ja die nette GEMA, die dann sofort innerhalb von 85 Millionstel Nanosekunden hier das Video sperren würde. Und das ist ja nicht irgendwie Sinn der Sache. Ich werde noch gucken, dass ich mir hier einen Audio-Stream reinbaue, der Creative Commons Musik spielt. Dann ist das Ganze wesentlich interessanter. Das ist auch kein Problem, man kann da relativ easy eigene Streams mit einbinden. Das ist eine Textdatei und da könnt ihr dann quasi den Link zu dem Stream reinposten und dann wird das quasi ins Spiel integriert. Da könnt ihr zum Beispiel auch hergehen und euer lokales Radio, sage ich jetzt mal, hier in Regensburg ist es zum Beispiel Antenne Bayern oder Gong FM oder Ego FM, wobei es Ego FM selbstverständlich auch noch in anderen Orten gibt. Und dann könnt ihr das nebenbei hören.
So, muss mich runterbremsen. Hier ist eine Mautstelle. Wir haben wieder Geld abgeknöpft. Und Geld zu bekommen ist in dem Spiel sowieso nicht so einfach, weil man kriegt zwar immer mal wieder geringen Luftdruck im System. Was soll denn diese Scheiße, ganz im Ernst? Jetzt bremse ich mal nicht an der Schranke ab, sondern lass mich ausrollen, damit sich hier irgendwie dieser Druck aufbauen kann. Was soll denn der Dreck jetzt mal ganz im Ernst? Motorbremse B. Ja. Wenn ich natürlich M drücke und den Motor ausschalte, ist das scheiße. So, weiter geht's. Und jetzt stellt sich mir eigentlich die Frage, was ich euch noch alles erzählen möchte. Es sind ein paar Sachen eigentlich, die ich so im Kopf hatte. Aber durch das, dass ich den ganzen Kram ja schon mal aufgenommen habe, hat sich das so, das ist wie wenn ihr eine Prüfung schreibt in der Schule oder so. Dann lernt ihr den Scheiß oder lernt ihn halt auch nicht, je nachdem. Und dann könnt ihr das für die Prüfung und danach vergesst ihr den ganzen Bullshit wieder. So ist das hier genauso, wenn ich mir was zurechtlege, was ich sagen möchte in einem LP, dann sage ich das einmal, dann ist die Aufnahme für den Arsch und dann, ja, kriege ich es nie wieder im Kopf zusammen. Ich habe mich auch selten dämlich gefühlt und war dann auch erstmal etwas frustriert, als ich den ganzen Kram dann gelöscht habe. Und ja, deswegen sitze ich auch jetzt hier um 2 Uhr früh erst wieder da und nehme den ganzen Kram neu auf. Ich versuche gerade nochmal so rauszufinden, was ich denn im ersten Part erzählt habe. Ja, genau, ich habe nochmal drüber geredet, was die Sache angeht von wegen neue LPs. Weil das hier ist ja jetzt mehr so ein Laberkram. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich ein LP draus machen soll. Kommt drauf an, wie es bei euch ankommt. Aber was ich mich halt frage, ist, von was für einem Spiel, for fuck's sake, soll ich denn bitte noch ein LP machen? Weil das Problem ist, die meisten Spiele, die ich Let's Playen würde, sind Spiele, die mich momentan halt wirklich fangen und interessieren. Und da habe ich zum einen das Problem, dass diese Spiele inzwischen schon komplett altbacken sind. Das heißt, was mich momentan wieder gefangen hat, was ich auch vorher schon mal durchgespielt hatte, ist Far Cry 3. Wenn ich jetzt hergehe und ein Far Cry 3 Let's Play hochlade, das Spiel ist ja schon etwas betagter. Also, es ist nicht alt, aber es ist ja schon etwas her, wie es rausgekommen ist. Dann komme ich mir einfach, hallo Baustelle, einfach etwas, mir nicht bescheuert, aber zumindest merkwürdig vor, wenn ich davon jetzt ein LP veröffentlichen würde. Weil grundsätzlich bin ich schon der Meinung, je mehr LPs von einem Spiel gemacht werden, desto besser ist es eigentlich, weil jeder LP hat so seinen eigenen gewissen Charme. Und jedes Let's Play wird dadurch verschieden. Auch wenn es das 500. Minecraft-LP ist. Und ich bin ja der Meinung, dass es bei einem LP auch nicht zwangsläufig auf das Spiel ankommt, sondern viel eher auf den Let's Player dahinter. Weil, wir müssen auf der Spur bleiben, so. Weil, ach so, na gut. Nochmal, weil. Ich gucke mir ja ein Let's Play nicht an, weil ich das primär das Spiel erleben möchte. Weil da könnte ich es entweder selber spielen oder mir ein Walkthrough oder so angucken. Sondern ich gucke mir ja ein Let's Play an, weil ich sehen möchte, was der Let's Player aus diesem Spiel macht und wie er es spielt. Und auch auf welche Art und Weise er es spielt. Das ist gar nicht das Problem, aber es ist halt so. Ich weiß nicht, ich komme mir einfach dumm vor, wenn ich ein LP mache von einem Spiel, was so komplett ausgelutscht ist. Das, ja. Ich meine, ich möchte ja im Endeffekt Sachen, ich sag jetzt mal, produzieren in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen, genau, ich nehme jetzt einen Anführungsstrich und hänge mich auf. In Anführungsstücken. Was ist heute los? Erst habe ich keinen Luftdruck im System und jetzt habe ich auch keinen Luftdruck mehr auf hier Stimmbänder. In Anführungsstrichen möchte ich ja ein LP produzieren, das euch unterhält.
Und ich glaube, wenn ich mir ein LP angucke, dann bin ich davon mehr unterhalten, wenn das Spiel nicht schon tausendmal ausgelutscht worden wäre. Kurz was trinken. Ihr kennt das ja, wenn ihr mich von früher noch kennt. Ich muss immer während dem Reden sehr viel trinken. Ja. Das ist so. Alter! Was soll der Scheiß jetzt? Habt ihr das gesehen, wie der rübergezogen ist, obwohl ich geblinkt habe? Das hätte jetzt echt dumm ausgehen können. Auf jeden Fall. Das war der Randstein. Auf jeden Fall würde ich mich schon selber sehr freuen, wenn ich wieder in diese ganze LP-Geschichte mit einsteigen könnte, weil das hat mir durchaus Spaß gemacht. Also ich habe ja nicht aufgehört, weil ich keinen Bock drauf hatte, sondern ich habe halt aufgehört, weil ich mir die Motivation gefehlt hat. Und es ist eigentlich mal eine gute Idee, dass wir tanken fahren. So, schwupp. Und schwupp. Und nein, nicht ganz geschafft. Doch. Geil.